Hallo, meine lieben kleinen Final Fantasy 7 Freunde. Ich bin wieder da mit dem Remake. Ja, ich weiß, ich bin heute ein bisschen spät dran. Ich hatte heute Vormittag den Klassiker fertig gemacht und wollte dann einkaufen gehen, um für Ostern vorzubereiten. Und ihr wisst ja, wie das ist. Zwei freie Tage hintereinander, wo die Läden nicht offen haben. Und oh mein Gott, die Welt geht unter. Ne, das hat jetzt alles daher ein bisschen länger gedauert. Deswegen, aber ihr kriegt heute noch euer Remake. Und ja, ich hoffe, ihr lasst mir auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, noch eine positive Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Gerne beteiligt euch auch wie immer in den Kommentaren. Und lasst gerne noch ein Abo da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wir fangen jetzt mal an. Ja, gut, okay. Was müssen wir jetzt machen? Müssen wir nochmal mit der Mama sprechen? Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Okay, nee, anscheinend nicht. Soll ich einfach gehen? Aeris kommt gleich wieder runter. Ach so, ja. Also jetzt soll ich noch nicht... Ach ja, ich sollte ja in der Nacht abhauen, damit Aeris nichts merkt. Stimmt. Hatte ich schon ganz vergessen. Ich bin ja auch ein kleiner Tüdelkopf. So, was soll ich denn hier oben machen? Kann ich hier irgendwo Aeris finden? Kann ich hier irgendwo reingehen? Das wäre wahrscheinlich unhöflich. Nee, ich kann keine Türen öffnen. Okay, da habe ich Aeris gehört. Hallo Aeris, darf ich mal kurz luschern kommen? Nee, das sollte ich lieber nicht machen. Das gehört sich nicht, sowas so. Aber vielleicht sollte ich mal oben kurz auf den Balkon gehen und gucken. Ich glaube, da war doch sowas, oder? Denn wir waren noch draußen unter so einer Überdachung. Und ich vermute, dass hier oben so eine Art Balkon ist. Ha, und ich habe recht. Wow, die Sonne blendet aber ganz schön. Blumen. Ja, soweit das Auge reicht. Sie ist ja auch ein Blumenmädchen. Was erwartest du denn? Okay, jetzt haben wir uns alles angeguckt. Aber das ist doch kein Balkon. Das ist doch nicht das, was über der Tür ist. Das ist irgendwie so eine Art Dachterrasse. Da habe ich mich vertan. War meine Orientierung doch nicht so optimal, ne? Aber, ja. So, wie... Können wir jetzt wieder runtergehen? Kommt Aeris denn hinterher? Ist sie noch im Zimmer? Also hören kann ich nichts mehr. Ist sie vielleicht schon unten? Hallo Mama. Achso, da ist sie ja. So, hier. Hey, was soll ich denn damit? Nimm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich soll wirklich mit dir Blumen sammeln gehen? Gut, dann mal los. Ich bin ein Krieger, ein Soldat. Und kein Gärtner. Jetzt werde ich hier zum Floristen gemacht, ey. Ich fasse es nicht. Na gut, komm, okay. Ich zeig dir meine Blumenbeete. Und was muss ich jetzt machen? Irgendwie hier irgendwo irgendwelche Blümchen einsammeln oder wie? Aeris? Sind hier noch keine Blumen? Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Okay, ich soll aussuchen. Okay, wähle die Blumensorte aus, die zum Hämchenhof geliefert werden soll. Drücke in der Nähe des Blumenfeldes Y, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blumen du ausgewählt hast, ändert sich später die Dekoration des Hämchenhofs. Okay. Ja, den nehmen wir mal von den schönen gelben hier. So eine habe ich dir gegeben. War ja, das stimmt. Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Claude tut natürlich wieder so, als wenn er sich nicht dran erinnert. Ne? Er ist ja hier immer der Coole von der Schule. Ach nee, das war Pakalus. Ja, wir nehmen noch ein paar von denen. Diese Blume steht für ein reines Herz. Echt? Passt gut zu die dir. Die findet man nur äußerst selten. Okay. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Okay. Sammeln wir noch etwas Ja, was nehmen wir denn noch? Dann würde ich sagen, so eine Grünsträucher. Die sind immer noch so... Du willst wirklich Borstenhirse? Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Ja, ich finde so als kleiner Zusatz in so einem schönen, bunten Strauß, finde ich so ein bisschen gestrüppt immer ganz nice. Lass uns zum Hämmchenhof gehen. Aber wenn es dir nicht gefällt, tut es mir leid. Ich meine, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das findet. So, wir sollen das jetzt... Was sollen wir jetzt machen? Zum Hämmchenhof bringen, ne? Gut. Den kommen wir mit Aeris. Wir gehen mal los. Aeris, kommst du eigentlich mit?
Wieso gehe ich jetzt eigentlich schon wieder vor? Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Der ist ja gut. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Ja, vielleicht. Ja, das sieht echt geil aus, Claude. Riesenschwert auf dem Rücken, aber ein Blümchenkorb in der Hand. Geil! Okay. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Jo, das werden wir denn ja später bestimmt noch sehen. Später mal vorbeischauen? Ja, sag ich doch. Und du, Claude, tu nicht immer so cool. Du bist ein ziemlicher Softie, nicht? Oh, Entschuldigung, Leute, ich muss mal kurz... So, da bin ich wieder. Ich musste kurz eine Pause machen. Also ein Kati setzen, weil... Ja, es hat geklingelt. Meine Jungs kamen mit dem Hund gerade wieder zurück. Und von daher muss ich einmal kurz hochhopsen. So, aber wo waren wir eigentlich? Ach ja, Blumen ausliefern. Was haben wir hier eigentlich sonst noch zu tun? Hallo, die Blumenlieferung für den Helmchenhof ist da. Ist jemand zu Hause? Eris, bist du da? Kommst du hinterher? Hallo? Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Okay, ich soll jetzt allein lostingeln? Wäre das nicht eigentlich der perfekte Moment, um den Wunsch der Mama zu erfüllen und sie abzuhauen? Aber das macht Claude natürlich nicht, ne? Ach, Leno, ich will darauf klettern. Na gut. Kommt nicht in Frage. Das ist gefährlich. Deswegen ja. Ja, da hat die Mama recht. Das war doch die Mama, oder? Der Job war echt spitzenmäßig. Oh. Huch, nanu, was machst du denn hier, Jungchen? Hallo? Hallo? Du scheinst ja, hi. Beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Ja, okay. Ach so, ich habe meine Kampagnen abgeschlossen. Okay. Waffe zurücksetzen, was kaufen. Okay, dann wollen wir doch mal was kaufen. Analyse. Okay. ATB Boost. Ermöglicht mit LB plus RB den Einsatz von ATB-Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATB-Leiste verdoppelt. Kann nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Okay. Joa, nehmen wir mal mit. Erstschlag nehmen wir denn. Nehmen wir ihn auch mit? Nee, klar. Lassen wir erstmal. Okay. Ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Ja, wenn ich das kann, werde ich es versuchen, ne? Ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermaterie aufgestellt. Das ist nie da gewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermaterie nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator. Mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man Esper gegen Daten kämpfen soll. Okay. Shandleys Geheimnis haben eine neue Funktion hervorgebracht. VR-Mission. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Sprich mit Sandley und bla und Okay. Ja, wollen wir denn gleich mal reingehen und so einen virtuellen Kampf machen? Mich würde schon interessieren. Für deine Unterstützung. Ja. Ich würde mich schon interessieren, was ich dieser VR-Kampf ist. Entwickeln. Okay, dann machen wir mal die VR-Mission. Shiva! Esper Shiva. Heißt das, dass ich, wenn ich hier den Kampf gegen sie jetzt gewinne, dass ich den Shiva habe? Ich lege einen portablen Kampfsimulator an. Okay. Hö, sieht ja cool aus. Hui!
Ah, ich muss sagen, Shiva, du... Siehst echt nicht schlecht aus. Neuer Versuch. Aber davon darf ich mich nicht täuschen lassen. Du bist bestimmt nicht gerade... Oh, 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 oh. Weg hier, weg hier. Die will mich platt machen. Ich wollte gerade sagen, die ist nämlich bestimmt nicht gerade nett zu mir. Da sie aber Eis ist, sollte ich mit Feuer relativ gut hier zurechtkommen. Oh ja, sie ist unten. Und dann können wir ein bisschen draufhauen. Es tut mir leid, dass so eine hübsche Lady hauen zu müssen. Aber erstmal brauche ich dich in meiner Truppe als... GF, also als Aufruf. Und zum anderen, du haust mir auch ganz schön eins auf die Mütze. Also, ne? Gleiches Recht hier für alle. Ne, komm schon her, ich hau dir mal ab. Die ist echt nicht leicht zu treffen. So, die wollte gerade eine Eiswelle machen. Das haben wir aber mal mit Feuer unterbunden. Die fecht ganz schön. So, bam, 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 bam. Bam! Alter Falter. Verschwende. Die ist ganz schön erschlagen. Oh, ich glaube, wir können gleich Ifrit zur Hilfe holen. Mit seinen Feuerattacken sollte der uns auch eine gute Hilfe gegen die gute Shiva hier sein. Gut, Magie, Analyse, Magie. Nee, ich kann immer noch kein... Ach so, nee, ja, wenn die Leiste gleich voll ist, dann kann ich ihn ja erst rufen. Stimmt. Okay, okay, gleich haben wir es. So. Oh, oh. Okay, ich bin gerade mitten im Ausweichen. Aua, jetzt wurde ich auch noch getroffen. Okay. Komm, jetzt aber. Ich hab genug. Meine Güte, die nervt mich langsam. Immer wenn ich gerade was machen will, dann haut die mich ein. Meine Güte, ich hab wegen den ganzen Eis hier schon Schrubbelklöten. Also bitte. So, Ifrit, könntest du mich mal ein bisschen rächen? Ich fand das nicht nett. Und dann, wenn du damit soweit fertig bist, dann komme ich noch mit einer Limit-Attacke und ne, dann zeigen wir ihr mal, wo der Frosch die Locken hat. Zack. So, die Hälfte haben wir hier schon runtergeballert. Ich habe aber auch schon ein bisschen was eingesteckt. Naja, bei Zeiten kann ich mich vielleicht mal heilen. Im Moment sieht es aber noch so aus, als wenn ich ganz gut zurechtkomme. Oh, oh, sie ist wieder auf den Beinen. Ifrit, hilf mir mal. Aua, aua, aua. Das war kalt, das war kalt, das war kalt. Vielleicht sollte ich die gute Eris nachher mal fragen, ob ich bei ihr heiß baden kann. Der hat mir gesessen. Zack. Los, Ifrit. Hilf mir mal ein bisschen. Jetzt können wir am meisten Schaden machen. Hau mal ein bisschen mit drauf noch. Ja, so will ich sehen, Ifrit. Super. Genau. Schon, du willst mir nicht helfen und guckst nur zu. Ich weiß, was Ifrit gemacht hat. Der ist einfach hinter sie gegangen und hat ihr die ganze Zeit heimlich auf den Hintern geglotzt. Ifrit ist ein kleiner... Ne? Ihr wisst schon. Oh, oh, womit kommt sie denn jetzt? Ui, oh, oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht gut für mich. Oh. Aua, das hat wehgetan, Mann. Ich glaube, ich muss... ich mache jetzt, glaube ich, mal mit Ifrit... Was? Wieso kann ich das nicht? Shit. Ich sollte mir mal irgendwie einen Heiltrank, einen Supertrank reinpfeifen, weil... Okay. Ifrit setzt jetzt nochmal einen richtig harten Angriff ein, bevor er gleich verschwindet. Und dann muss ich alleine mit der Guten fertig werden. Bin dir was schuldig. Okay. Und... Wow. Okay, das war... Denn auch der letzte Angriff. Cool. Das war hervorragend. Okay. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier, bitte. Die Materia gehört nun dir. Das kühle Lächeln der Eiskönigin passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Ja, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Keine Sorge. Okay, damit haben wir jetzt auch noch, zusätzlich zu Ifrit, haben wir jetzt auch noch Shiva. So, was kann ich denn hier noch... Provozieren könnte ich noch kaufen. Nee, will ich jetzt aber nicht. Auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, das kriegen wir alles gebacken, mein Freund, ne? So, wo gehen wir denn jetzt hin? Kann ich bei ihm noch wieder irgendwas machen? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ihm jetzt...
Soll ich ihm jetzt Shiva geben oder soll ich ihm Ifrit lassen und Shiva bei jemand anders einsetzen? Ich glaube. Oh, oh. Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören, ne? Also, bleibt mal ganz geschmeidig, Jungs. Und ich gehe mal jetzt wieder zurück. Vielleicht finde ich, kann ich ja wieder zu Aerith. Was ist da denn los? Achso, die gucken sich immer noch da die Glotze an. Ach, du stehst auch noch hier rum? Mann! Habt ihr alle nichts zu tun hier? Hat sich ja gar nichts verändert auf dieser Seite. So. Joa, ich hab mir einen heißen Kampf mit der Eisprinzessin, Eiskönigin Shiva geliefert und mir dadurch auch gleich eine neue Aufrufmaterie, eine GF geholt. Joa, und denke, damit mache ich den jetzt für heute auch erstmal Schluss. Beim nächsten Mal gucken wir denn mal, wie wir Aerith weiterhelfen können, was uns hier in den Slums und bei Aerith zu Hause noch so alles erwartet. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn ja, lasst gerne noch eine positive Bewertung, das würde mich sehr freuen. Außerdem Kommentare schreiben, liken, so viel wie es geht, ne? Und falls ihr es noch nicht getan habt, Abo da lassen, Glocke aktivieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch jetzt frohe Ostern. Wir sehen uns, ich denke mal Ostermontag dann wieder. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es schaffe, wegen Ostern da was hochzuladen. Aber ich werde mein Bestes geben. Wenn nicht, sehen wir uns halt Dienstag wieder. Denn vielleicht sogar mit zwei Videos. Also, halt schön und sucht fleißig Eier. Aber nicht meine. Au! Bye, bye!